Euer Smartphone wird langsamer durch Updates. Nur offizielles Zubehör funktioniert mit eurem iPhone. Stimmt das oder ist das schon wieder irgendwelches Internet-Blabla? Welche Gerüchte stimmen und welche sind einfach nur Quatsch, auch wenn man sie immer wieder hört? Wir gehen heute mal 5 Smartphone-Mythen auf den Grund und liefern euch die harten Fakten. Und jetzt macht's euch gemütlich und schaut genau hin. Mythos Nummer 1. Mehr Megapixel bei einer Handykamera heißt automatisch bessere Fotos. Denn klar, mehr ist schließlich mehr. Aber stimmt das in diesem Fall? In Wahrheit hängt die Qualität einer Kamera von viel mehr Faktoren ab. Sensorgröße, Linse, Blende, Bildbearbeitungssoftware, die spielen alle eine größere Rolle als nur die reinen Megapixel. Denn größere Sensoren fangen mehr Licht ein, bieten eine bessere Bildqualität, besonders bei Lowlight. Hochwertige Linsen liefern schärfere Bilder mit weniger Verzerrungen und gute Bildsoftware reduziert Rauschen, passt die Farben an und verbessert dadurch letztendlich die Bilder. Es ist sogar so, dass Sensoren mit mehr Megapixeln bei weniger Licht und ohne gute Bildbearbeitungssoftware so richtig schlechte Bilder abliefern. Denn bei Kameras mit hohen Megapixel sind die Pixel oft kleiner und fangen weniger Licht ein. Mehr Pixel können auch mehr Bildrauschen verursachen, was wie eine Körnung im Bild aussieht, was manchmal auch Stilmittel sein kann. Also halten wir fest, eure Handykamera braucht gar nicht so viele Megapixel, um geil zu sein. Zu viele kleine Pixel sind quasi nutzlos ohne gute Software. Bessere Technologie muss her, dann liefert die Kamera auch coole Bilder ab. Bestes Beispiel, Google Pixel. Mehr Megapixel bedeuten geilere Fotos. Das ist Quatsch und Mythos Nummer 1 damit offiziell falsch. Mythos Nummer 2. Wenn ein Smartphone als wasserdicht beworben wird, könnt ihr damit bedenkenlos unter Wasser tauchen. So pauschal ist das falsch. Die meisten Smartphones sind wasserabweisend, nicht wasserdicht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den zu wenig Leute beachten. Die Wasserbeständigkeit hat Grenzen und gilt nur unter bestimmten Bedingungen wie einer begrenzten Tiefe und Dauer. Es ist daher wichtig, dass ihr die spezifischen IP-Standards eures Handys beachtet und diese auch versteht. Ein IP-Rating oder zu Deutsch Schutzart zeigt an, wie gut ein Gerät gegen Staub und Wasser geschützt ist. Es besteht aus 2 Ziffern. Die erste Zahl sagt, wie gut es gegen Staub und andere Fremdkörper geschützt ist und geht von 0 bis 6, wobei 6 für vollkommenen Staubschutz steht. Die zweite Zahl besagt, wie gut es gegen Wasser geschützt ist und geht bei Smartphones von 0 bis 9. Ein Beispiel, bei IPX7 ist euer Smartphone nicht komplett wasserdicht. Die 7 bedeutet, dass das Gerät gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt ist. Solche Geräte kann man also nicht dauerhaft im Wasser nutzen, da sie nicht komplett wasserdicht, also auch ungeeignet zum Tauchen sind. Zum Telefonieren bei Regen ist das okay. Die Industrie testet solche Smartphones auf IPX7 folgendermaßen. Das Gerät wird in einem Tauchbecken versenkt, das 1 Meter tief ist. Hier verbleibt es für 30 Minuten. Wenn es diese Prozedur übersteht, hat es die Bedingungen für die Zertifizierung IPX7 erfüllt. Smartphones mit IPX8 sind dagegen wasserdicht für dauerndes Untertauchen. Das Handy wird in einem Tauchbecken versenkt, das tiefer als 1 Meter ist und hier verbleibt es dann um einiges länger als für eine halbe Stunde. Und es gibt dann noch unterschiedliche Werte, wie tief oder wie lang ein Gerät versenkt werden darf, wie viel Druck ausgeübt werden darf. Aber das sprengt jetzt hier den Rahmen, darum soll es nicht gehen. Also, wenn ihr ein Smartphone mit IPX7 Zertifizierung habt, solltet ihr es nicht tiefer als 1 Meter ins Wasser fallen lassen und auch nicht länger als 30 Minuten. Außerdem gelten diese Angaben nur für Süßwasser, bei Salzwasser geht gar nicht. Wenn ihr ein Smartphone mit IPX8 Zertifizierung besitzt, dann solltet ihr euch ganz genau die Anleitung anschauen, bis zu welcher Tiefe und wie lange euer Smartphone wirklich wasserdicht ist. IP68 haben beispielsweise das Google Pixel 8 Pro oder auch das Samsung Galaxy S24. IP69 Smartphones sind dagegen eher selten. Das Nokia XR21 ist eines der wenigen Handys mit genau dieser Zertifizierung. Wenn euch das interessiert, schaut da mal rein.
Mythos Nummer 3. Smartphones dürfen nicht über Nacht aufgeladen werden. Ein immer noch ziemlich weit verbreitetes Missverständnis ist, dass der Akku beschädigt wird, wenn man das Smartphone über Nacht an der Steckdose lässt. Aber warum? Naja, weil beim Laden eines Lithium-Ionen-Akkus, wie er in jedem modernen Smartphone steckt, ein chemischer Prozess abläuft, der Wärme erzeugt. Das ist erstmal normal. Aber zu viel Wärme über einen längeren Zeitraum ist nicht gut. Denn die wirkt sich negativ auf den chemischen Ladeprozess aus und dadurch verliert der Akku an Leistung. Und naja, wenn ihr euer Handy abends vorm ins Bett gehen ans Kabel hängt und dann ein paar Stunden schlaft und dann wird es natürlich über Stunden hinweg mit Strom vollgepumpt, selbst wenn der Akku schon längst wieder bei 100% ist, es lädt und lädt und lädt und dann entsteht überall diese Wärme rund um den Akku und natürlich muss das doch schädlich sein, oder? Nein. Ist es nicht. Moderne Smartphones mit Lithium-Ionen-Akkus verfügen längst über ausgefeilte Batterie-Management-Systeme, BMS, und die schützen vor Überladung. Sobald euer Handy die maximale Ladekapazität erreicht, stoppt es automatisch den Ladevorgang und schaltet auf eine sogenannte Erhaltungsladung um. Die stellt sicher, dass der Akku bei 100% gehalten wird. Und ja, ganz hundertprozentig lässt sich der Verschleiß des Akkus damit nicht verhindern. Aber das ist normal, denn Akkus sind von Natur aus Verschleißteile und die chemischen Prozesse, die beim Laden und Entladen stattfinden, naja, die nutzen sich halt ab, wie auch eine Bremse. Tatsächlich empfehlen aber viele Smartphone-Hersteller heutzutage, das Smartphone über Nacht angeschlossen zu lassen, damit es am Morgen vollständig aufgeladen ist. Ihr könnt eure Geräte also problemlos über Nacht aufladen. Einige Smartphones haben sogar noch zusätzliche Schutzfeatures. Wenn ihr ein aktuelles Google Pixel habt, dann könnt ihr die Funktion adaptives Laden verwenden. Dabei wird der Ladevorgang mit eurem Wecker synchronisiert. Habt ihr den zum Beispiel auf 7 Uhr gestellt, dann lädt der Akku über Nacht so schonend und langsam, dass er wirklich erst kurz vor dem Wecker klingeln, also um 7 Uhr, die 100% erreicht. Und bei neueren iPhones gibt es zum Beispiel die Option Ladeoptimierung. Über die könnt ihr festlegen, dass der Akku zum Beispiel generell nur bis 80% geladen werden soll. Das ist der Bereich, in dem sich ein Lithium-Ionen-Akku am wohlsten fühlt. Übrigens, viele Samsung Galaxy Phones haben auch diese Funktion. Und falls euch dieses Thema hier gefällt, abonniert gerne schon mal unseren Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr keine weiteren Tech-Videos verpasst. Mythos Nummer 4. Ein Smartphone muss komplett entladen werden, bevor man es wieder an die Steckdose hängt. Auch dieser Akkumythos stimmt nicht mehr. Er hat aber einen wahren Kern. Denn früher litten Akkus unter einem sogenannten Memory-Effekt. Der hing mit den chemischen Prozessen beim Entladen zusammen. Wurde dieser Prozess zu früh gestoppt, also bevor der Akku komplett entladen war, naja, dann hat sich die Kapazität des Akkus tatsächlich verringert. Das war bis in die 90er und teilweise noch in die frühen 2000er Jahre tatsächlich so. Zu der Zeit wurden aber auch noch völlig andere Arten von Akkus verwendet, als die, die heute in unseren Smartphones stecken. Sogenannte Nickel-Cadmium-Akkus, die chemisch auch ganz anders funktioniert haben. Bei den modernen Lithium-Ionen-Akkus, die heute flächendeckend in allen aufladbaren Geräten verwendet werden, ist das kein Problem mehr. Es ist sogar schädlich, solche Akkus ständig auf 0% zu entladen, da sie so tatsächlich schneller an Kapazität verlieren. Manche glauben auch immer noch, dass es gelegentlich als eine Art Neukalibrierung hilfreich ist, ein Smartphone auf 0% zu entladen. Das Problem ist aber, dass moderne Telefone selten das Ende der Akkulaufzeit erreichen. Sie gehen automatisch aus, selbst wenn noch eine minimale Restladung verbleibt. Viel besser ist eine sogenannte Teilentladung. Lasst sie nie unter 20% fallen und ladet sie auf etwa 80% auf. Wenn ihr den Akku ständig zwischen 20 und 80% haltet, könnt ihr damit die Lebensdauer deutlich verlängern. Mythos Nummer 5. Apple macht alte iPhones absichtlich langsamer. Immer wenn ein neues iPhone auf den Markt kommt, melden sich auch sehr schnell Leute zu Wort, denen ihr altes iPhone plötzlich langsamer vorkommt. Da kann doch nur von böser Absicht die Rede sein, damit man sich ein neues iPhone kauft, oder? In diesem Mythos steckt tatsächlich ein Körnchen Wahrheit. Im Jahre 2017 musste Apple zugeben, dass die Prozessoren in älteren iPhones gedrosselt werden. Und der simple Grund:
Es sollte verhindern, dass iPhones mit älteren Akkus überhitzen und sich irgendwann selbst abschalten. Bekannt wurde das Ganze unter dem Schlagwort Batterygate. Obwohl Apple also eigentlich nur seine älteren iPhones vor Abstürzen bewahren wollte, war die Kommunikation ein echtes Desaster. Den Leuten gefiel das überhaupt nicht. Mehrere Staaten verklagten Apple und der Konzern wurde schließlich mit einer Geldstrafe von 113, Millionen Dollar belegt. Wird also euer altes iPhone langsamer? Die Antwort hat wahrscheinlich mehr mit den Updates des Betriebssystems und allen installierten Apps zu tun. Denn alles ist optimiert, um auf der neuesten Hardware zu laufen. Ihr könnt zwar iOS 17 auf einem 6 Jahre alten iPhone XS installieren, solltet dann aber keine extreme Performance erwarten. Schade finde ich, dass man keine Performance-Version der Betriebssysteme auswählen kann. Das wäre mal eine echt nachhaltige Herangehensweise. Gut, das waren unsere 5 Tech-Mythen. Welche kennt ihr noch? Was ist euer Lieblings-Tech-Mythos? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare rein. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.